Moin liebe Gamer und Gamerin, Sammler und Sammlerin. Hier ist der Kistenschieber. Dies ist das erste Video, wo ich zu sehen bin. Und bin sehr aufgeregt, weil heute zeige ich mich das erste Mal vor der Kamera. Was zeige ich? Ich zeige euch Sachen im Bereich Gameboy. Nenne auch die Preise. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ob es zu viel war oder ob ich einen guten Deal gemacht habe. Die Sachen habe ich ab 2016 gekauft, außer ein Teil. Und auch ein paar Sachen geschenkt gekriegt. Manches finde ich auch ein bisschen mittlerweile zu teuer, nachdem ich die ganzen Flohmarkt-Sammler-Videos gesehen habe. Dann schauen wir mal. Also fange ich mal an. Und zwar habe ich ein Game Boy Advance. Da war hinten die Klappe kaputt, die hatte ich dann nachbestellt. Gut, Farbe war mir egal. Mehr oder weniger. Jetzt würde ich das nicht mehr machen so. Aber was soll's. Der hatte damals, was habe ich da bezahlt? 41,16 habe ich da bezahlt. Muss mal eben Licht anmachen. Das sieht doch schon besser aus. So, dann als zweites habe ich auch noch mal einen Game Boy Advance. Den habe ich von meinem Neffen zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Den wollte er nicht mehr haben. Da sind jetzt leider die Knöpfe kaputt. Also jetzt Steuerkreuz. Display ist zerkratzt, das sieht man. Und ja, hier fehlt die Klappe. Aber ich habe ja schon Ersatz bestellt. Das werde ich umbauen. Ich hatte das Ding auch schon einmal auseinandergebaut. Deswegen weiß ich, dass der Knopf hier da drunter, dieses Gummi, abgenutzt ist. Da ist ein richtiges Loch drin. Für umsonst, aber er funktioniert noch. Das ist ganz gut. Dann habe ich noch einen Game Boy SP. Gut, hier Ladekratzer. War auf akzeptabel. Da hatte ich, was hatte ich da bezahlt? Kleinen Moment. Game Boy SP, ja. 49,80, also. Ja, Unerfahrenheit halt, ne? Heute würde ich das in dem Zustand jetzt auch nicht mehr bestellen, weil das hier so zerkratzt ist und hier ist das auch zerkratzt. Ja, spiegelt ein bisschen, aber man sieht das vielleicht. Aber er funktioniert noch. Also, die Knöpfe und so funktionieren alle. Jetzt kein 101er. Aber was soll's. Als nächstes eine Sache aus meiner Kindheit oder Jugend besser gesagt. Und zwar ein Spieleberater. Top Secret. Gut, die Aufkleber hätte ich damals nicht drauf machen sollen. Ich hätte auch nicht drin rumkritzeln sollen, was ich so habe an Spiele. Oder nicht mehr habe. Das sieht man hier. Also es hat bestimmt jetzt mittlerweile einiges an Wert, wenn das nicht so behandelt worden wäre. Hier sieht man so Sachen. Ne? Ja, ist schon ganz gut. Hier Donkey Kong Country. So ein Cheater-Heft ist das. Preis steht ja leider nicht drin. Hier noch Werbung für Spieleberater. Echt krass. Ja, was habe ich seit SNES-Zeiten? Ich hatte auch mal ein NES gehabt. Oh, das ist sogar noch drin, was ich hatte. Hatte man damals Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2 und 3.
Ja. Also Anfang der 90er Jahre. Aber coole Sache, dass ich das noch habe. Dann, wenn wir schon mal mein Thema sind, Spielberater. Und zwar Pokémon. Spielberater. Gut, ein paar. Hier so ein Abriss. So ein bisschen kaputt hier so an der Seite. Und ja, ist eigentlich soweit ganz gut. Ups. Coole Sache. Die ganzen Pokémon, die so sind. Pokédex. Was habe ich dafür bezahlt? Da hatte ich 7,99 bezahlt. Also für den Preis ganz gut. Habe ich auch schon teurer gesehen. Bei Amazon zum Beispiel. Dann Pokémon Smaragd Edition. Das Lösungsbuch Spieleberater. Gut, hier Abriss. Da auch. Auch irgendwo fiel eine Seite raus. Und ist auch ein bisschen drumherum gekritzelt. Da könnt ihr mich erschlagen. Oder auch nicht. 29,94 hatte ich damals bezahlt. Bei Minimops. Habe ich auch schon teurer gesehen. Also Pokémon Smaragd. Jetzt kommen wir zu den Spielen. Kugelschreiber. So. Streich mal weg, was ich schon gemacht habe. Was ich schon vorgestellt habe. Und zwar habe ich von meinen Kollegen, also Arbeitskollegen, einen Deal mal gemacht. Gut, und zwar, wenn wir schon mal beim Thema Pokémon sind. Und zwar Pokémon Rot. Wie man sieht, ist das da oben ja, durch die Sonneneinstrahlung ein bisschen weggegangen. Er wollte sage und schreibe 60 Euro ungefähr haben. Den habe ich im Vogel gezeigt. Am Ende sind wir auf 28,50 oder 29,50 gekommen. Er wird dann eigentlich immer noch 35 Euro am Ende da haben, aber naja. Ist ohne OVP. Aber besser als nix. Damit halt mein erstes Pokémon Gameboy Spiel. Und es funktioniert. Ja. Gut, dann noch diese tolle Verpackung dazu. Schöne Farbe dazu, ne? Aber naja, dann als nächstes habe ich, kleinen Moment, noch ein Spiel vergessen. Pokémon Saphir Edition. Wie man sieht, sieht eigentlich recht gut aus. Gut, hier sind ein paar Gebrauchsspuren hier so, aber es ist im Original. Da hatte ich über Amazon bei Socks, also habe ich alle 5 Editionen gekauft. Da habe ich 24,95 bezahlt. Also gut, da bin ich zufrieden. Was ich bei ein oder anderen Edition heute aus heutiger Sicht nicht mehr bin. Hier habe ich noch Pokémon Blattgrün Edition, die ist auch soweit in Ordnung, wie man sieht. Ich weiß nicht, ob man die Musik meiner Nachbarin hört, die hat wieder die Bässe oben an. Na? Aber was soll's, das ist Pokémon Blattgrün, habe ich 36,94 damals bezahlt. Wie gesagt, das ist jetzt so ungefähr ab 2016. Habe ich damit angefangen, mir die Gameboy-Spiele zu bestellen, Gameboy-Advance-Spiele. Aber naja. Gut, jetzt komme ich zu einer Pokémon-Edition. Und zwar Pokémon Feuerrot. Ist mir erst später aufgefallen, da sollte eigentlich noch dieses WLAN-Ding damit bei sein. Wie man sieht hier vorne, nicht so toll. Also gut, war glaube ich auch nur auf gut oder akzeptabel. Bei Amazon, bei den Socks Shop, nicht
das andere. Da habe ich 37,61 für hingeblättert. Zumindest stand das jetzt auf der Seite. Ich habe nochmal nachgeguckt bei meinem Konto bei Amazon, wie viel das da kostete. Ich hoffe, dass ich auch richtig geguckt habe. Pokémon Feuerrot. Was habe ich noch? Pokémon Rubin. Das ist auch ein Original. Aber hier vorne fehlt der Aufkleber. Das war blank, wo ich das bekommen hatte. Ich habe jetzt selber einen draufgeklebt. Wird vielleicht auch mal irgendwann ausgetauscht, aber ich nutze die selber auch zum Spielen, die Sachen. Dafür habe ich 31,14 bezahlt. Also wenn ich es nochmal kriege, dann würde ich mir das auch nochmal im OVP holen. Und dann, ja, das im Schrank stellen. Und diese Spiele, die ich schon habe, die werde ich dann weiterhin zum Zocken nehmen. Weil ich spiele die voll gerne. Heute. Da fehlt noch ein Teil. Blattgrün, Rubin, Smaragd. Da ist er. Pokémon Smaragd habe ich auch noch. Sonst hätte ich mir auch nicht das Lösungsbuch geholt. Das ist auch top in Ordnung. Wie man sieht. Funktioniert einwandfrei. 37,78 habe ich da hingeblättert. Dann komme ich jetzt zu. Wo haben wir es da? Yu-Gi-Oh! Das Einzige, was ich in UVP habe. Gut, hier ist ein Abriss. Der Typ. Also, das hatte ich bei. Wo hatte ich das bestellt? Auch Amazon. Aber glaube ich, über Minimox oder Socks hatte ich das bestellt. Nur 2,41 € bezahlt. Aber Anleitung mit bei. Dieses hier. Nur was nicht mit bei war. Nein, nicht das Game. Das Game ist dabei, das habe ich hier. Hatte mir mal so Hüllen bestellt. Und das ist auch tipptopp in Ordnung. Was da nicht bei ist, sind die TCG-Karten. Oder KT. Hier steht das. Limitierte Spielkarten sollen dabei sein eigentlich. Stand auch drin, dass es nicht bei ist. Aber nach nichts. Spiel ist top in Ordnung. Und die OVP ist soweit auch in Ordnung. Also für mich reicht das. Jo. So. Das hätten wir auch. Dann geht's weiter mit Beyblade. Habe ich hier. Beyblade V-Force oder V-Force. Hier sind Kratzer zu sehen. Ups. Halt Gebrauchsspuren. Wurde halt anscheinend viel benutzt. Dafür habe ich auch nicht viel bezahlt. Da habe ich, wo ist es? 97 Cent. Da war die Lieferung teurer. Aber da hatte ich noch was anderes zubestellt. Also von daher. Hebt sich das auf. Dann habe ich von meiner Nichte ein Spielgeschenk gekriegt. Spyro Adventure. Hier auch Gebrauchsspur. Wurde auch viel benutzt. Aber für umsonst nicht schlecht. In dem Zustand gibt es das. Gut, hatte. Bis jetzt immer meist bei Amazon bestellt, bei Medimox und Socks. Da habe ich das für ab 15 Euro aufwärts gesehen. Ohne OVP. Gut, bei eBay Kleinanzeigen würde jetzt Back to the Past und Co. Die ich sehr gerne gucke, muss ich sagen. Da würde man das bestimmt günstiger kriegen. Mit Sicherheit. Aber an Kleinanzeigen habe ich vorher nie rangetraut. Aber das wird sich wahrscheinlich demnächst mal ändern. Jetzt habe ich noch ein Spiel, was ich auch über Amazon bestellt hatte. F-Zero.
das sieht man hier. Ups. Ups. Ah. Auch Gebrauchsspuren, Etikett, gut. Der Aufkleber hier hat auch ein bisschen minimal was, aber ist eigentlich sehr gut noch für das Alter. 8,31. Nehmen wir mit. Dann haben wir hier ein Spiel, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Ja, ich habe auch auf dem Flohmarkt mal welche gekauft. Und zwar Ultimate Spider-Man. Cooles Spiel, so ein Prügelspiel. Ich habe das jetzt mal angezockt. Das habe ich jetzt im Januar gekauft, ungefähr. Januar, Februar. Hier unten hat kleine Kratzer. Aber da habe ich, das hatte ich bezahlt, 6 Euro wollte er haben. Bezahlt hatte ich 4. Ich hatte nämlich noch ein anderes Spiel, Blaze Blue, für PlayStation 3. Boah, 2 Euro pro Spiel. Ich habe das Spiel bei Amazon auch wieder auch viel höher gesehen. Auch so ab 15 Euro aufwärts. Ja, also schon ganz gut, was ich so gefunden habe. Also ich bin damit zufrieden. Und jo, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich noch so ein paar Spiele. Wollt mal wissen, wie Fake Games aussehen. Knistert jetzt ein bisschen, weil ich eine Tüte drin habe. Da hatte ich jetzt 15 Euro mal hingeblättert, das war letztes oder vorletztes Jahr, wo ich mir auch die, da hatte ich schon die Pokémon-Spiele für GBA. Dann hatte ich mal bei dem tollen Händler Wish mal nachgeguckt. Wollt mal wissen, wie gefakte Sachen aussehen. Und zwar, da habe ich alle GBA-Spiele jemals fake bestellt. Konnte mir auch nicht vorstellen, für 15 Euro alle 5 Spiele. Wie man sieht, das sieht anders aus als wie das Original. Das ist jetzt Smaragd auf Englisch. Das kann ich euch nochmal zeigen. Das sieht man nämlich hier. Hier ist Original von der Rückseite. Und hier das Fake-Ding. Seht ihr? Man sieht auch bei Smaragd über dem Schild da. Da sieht man die Batterie und da ist keine. Also das ist schon ein Unterschied. Und wie gesagt, da muss auch eine Batterie drin sein bei vielen. Und das ist bei diesen Fake-Dingern. Hier habe ich nochmal Feuerrot. Da sieht man das auch. Blattgrün. Da sieht man das auch. Dann Saphir. Und Rubin. Sind halt alle auf Englisch. Sie funktionieren, also ich habe damit mal angefangen. Mal gucken, ob man auch das bis zum Ende spielen kann. Und was mich auch noch interessiert, ob man die rüber tauschen kann. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber mal gucken. So, das sind jetzt die einzigen Fake-Dinger. Ich wollte, wie gesagt, mal wissen, wie die so aussehen von innen, worauf man achten muss. Ich hatte nur Videos gesehen im Internet, halt bei YouTube. Ups, mein Kugelschreiber abgestürzt. Aber, ja, mal zum Lernen, ne? Aus eigener Erfahrung mal selber sehen. Das ist es, worum es mir ging. So, jetzt kommen wir wieder zu Spielen. Und zwar Pokémon Pinball, also ich bin ein absoluter Pokémon-Fan seit Ende, nur so September 2014. Bin ich durch meine damalige Freundin dazugekommen. Ja. Und seitdem bin ich Fan davon. Pokémon Pinball, war richtig. Das ist. Ja, Pinball. Lustigerweise habe ich das nicht aufgeschrieben. Ach, da. 3,87 Euro habe ich bezahlt. Es funktioniert. Macht auch Spaß. Also,
Pokémon Pinball kann ich nur empfehlen. Da brauchen wir noch eine Batterie. So eine Walkman-Batterie, halt so eine größere. Ja. Das ist ein cooles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Dann haben wir hier Nintendo World Cup. Gameboy-Spiel halt. Da habe ich bezahlt. Muss mal wieder auf meine Liste gucken. 3,63 Euro. Ja, sitzt hier auf dem Stuhl. Vor mir im Wohnzimmertisch, aber das ist ein bisschen weiter weg. Da steht die Kamera drauf, auf dem Stativ halt. Ja, aber wie man sieht, für 3,87 Euro. Ast rein. Gut, hier hinten ist ein bisschen Wasser, war wohl irgendein Aufkleber oder sowas, keine Ahnung. Ja, ein bisschen Dreck. Aber es funktioniert, original, einwandfrei, also für diesen Preis kann man es mitnehmen. Dann findet man auch mal günstige Sachen da. Dann habe ich ein Spiel, was ich früher in der Jugend auf dem C64 und Amiga, also ich hatte Amiga 600, ein Kumpel von mir, oder zwei Kumpels damals, die befreundet war, einer davon in der Klasse war, haben wir immer Double Dragon gespielt. Double Dragon 2. Also das haben wir auf dem Amiga gespielt, gab es ja auch Ableger. Hier sind Gebrauchsspuren. Aber es ist ein geiles Spiel, macht Spaß. Da habe ich 8,81 Euro bezahlt. Also ist echt cool. Achso, was ich noch vergessen habe zu sagen, bei Beyblade, das Spiel wollte er es nicht. Das schon, das wäre im Eimer, aber ich habe einen Q-Tip genommen und da mal auf die Kontakte ein bisschen hin und her gerieben. Ja, da war wohl direkt drauf. Seitdem funktioniert es. Nur mal so kleiner Tipp. Dann habe ich hier ein Spiel. Das habe ich auch von meiner Nichte geschenkt gekriegt, auch zu Weihnachten. Und zwar Harry Potter and the Chamber of Secrets für den Game Boy Color. Da ist leider das Cover ein bisschen verblichen. Aber geschenken Gold schaut man ja nicht ins Maul, ne? Wie man sehen kann, mit Batterie. Aber es funktioniert. Kann ich irgendwann mal durchspielen. Also meine Nichte, die ist selber jetzt 18, wird 19, also wollte sie nicht mehr haben. Hatte Weihnachten einen ganzen Hacken-Porsche. Ihr wisst ja, was ein Hacken-Porsche ist. So ein Rollwagen, den man hinterher zieht. Den habe ich bis zum Rand voll gehabt mit einer Sega Dreamcast US-Version. Leider defekt. Da ist ein Kondensator. Ich hatte das Ding auch mal aufgeschraubt, mal nachzugucken, was damit ist. Da ist ein Kondensator, der ist kurz vorm Explodieren. Der ist richtig gewölbt schon. Den muss ich morgen mal ablöten oder ablöten lassen und mal einen neuen kaufen. Muss ich mal sehen, wie ich das mache und wo. Ja, dann auch noch ein Super Nintendo. Der funktioniert auch soweit. Dann noch eine PlayStation. Wollten sie alles nicht mehr haben. Nur die Nintendo Wii konnte ich hier nicht abschwatzen, meiner Schwester. Aber, naja, war die. Mein Neffe und meine Nichte, die wollen damit weiter noch zocken ab und zu. Vor allem meine Nichte, die hat es bei sich im Zimmer stehen. Eine PS4 haben sie auch noch, aber gut. Die gehört ihrem Freund, also meiner Schwesters Freund. Aber ich habe ja eine eigene. Ja, jetzt kommen wir zu den letzten drei Spielen. Und zwar Pokémon Puzzle Challenge. Auch wegen Gamer Color. Auch wieder mit Batterie. Da habe ich 5,29 Euro hingeblättert. Also das ja, funktioniert auch. Nur mal kurz reingetan, aber naja. Mal gucken. Dann nochmal ein Pokémon-Spiel, wenn ich es dann rauskriege. So. Und zwar Pokémon Trading Card Game. Auch original.
Das hat, Trading Card Game hat 4,29 € bei Sox. Das hatte ich zusammen mit den Challenge, Pokémon Challenge und so, und Pinball zusammen gekauft. Da ist auch diese coole Verpackung. Ja, und dann zum letzten, Tetris. Das ist ein Spiel, was ich auf dem Flohmarkt gekriegt habe. Ein guter Fang, weil der Typ, das war mehr oder weniger so ein Händler, so ein ganz kleiner, der wollte ursprünglich 10 Euro dafür haben, noch mit diesem Plastikding, 10 Euro wollte er haben und ich konnte ihn runterhandeln damals, das war letztes Jahr im Sommer, war das erste Game für einen Gamer, was er im Flohmarkt gekauft hatte. Habe ich 6 Euro nur bezahlt, habe dann mal Amazon, ja, ich mache hier langsam Schleichwerbung, soll eigentlich nicht sein. Da habe ich dann nachgeguckt, in dem Zustand, wie es ist, kann es ja nochmal zeigen. Also ist eigentlich nichts dran. Na, da ist ein minimaler kleiner Kratzer, den sieht man fast gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ne? Ja, 6 Euro bezahlt, 10 wollte haben. Und wie gesagt, bei Amazon, da geht das schon noch über 6 Euro und höher. Ich glaube, 6,50 war damals der Stand oder 7 Euro. Also 6 Euro ohne Versandgebühr ist doch Spitze. Ja. Nächstes Mal werde ich dann, also hier hinter mir, da. Da stehen meine Sega Dreamcast-Spiele. Die werde ich dann nächstes Mal vorstellen. Es ist einiges mehr von mir und von meiner Schwester halt, was sie nicht mehr haben wollte. Habe ich mitgenommen, da sind noch US-Versionen mit bei. Dann das andere Mal werde ich wohl meine PlayStation 1 Spiele zeigen, das ist auch eine ganze Menge. Die stehen da. Also nicht das da, sondern da lang. ja, und dann meine PS2 Spiele. Kommen dann auch als separates Video. PS3 und dann PS4. Dann meine Nintendo DS und 3DS Spiele. Oh, und dann meine Switch. Da habe ich auch einiges. Ja, das war das. Dann werde ich wahrscheinlich auch noch meine... Ja, ich sammle auch noch Vinyl, also Schallplatten. Ja, ungefähr 1000 Stück. Aber da werde ich nicht alle vorstellen. Das ist viel missbar, was ich geschenkt gekriegt habe. Aber auch vieles, was ich auf dem Flohmarkt gekauft habe, auch in sehr gutem Zustand. Oder halt bestellt habe im Internet. Das ist eine ganze Menge. Dann haben wir auch noch Bücher, da werde ich vielleicht auch mal das eine oder andere mal vorstellen. Aber mal sehen. Einblendungen kann ich leider noch nicht machen. Aber kommt vielleicht mal irgendwann. Dann noch, ja, was noch? TCG-Karten habe ich auch noch hier hinten. In Ordnern drin. Kann ich auch mal zeigen. Gut, Live-Gaming werde ich auch machen, auf PS4 kann man ja live auf YouTube dann oder auf Twitch dann streamen, das werde ich dann auf YouTube machen erstmal. Gut, ein Mikro habe ich noch nicht dafür, eine PS4-Kamera auch noch nicht, aber mal gucken, was dieses Jahr noch ergibt. Ne, dann mit dieser Kamera hier, wo ich gerade mit filme, werde ich dann meinen Fernseher dann mal abfilmen und da dann vielleicht irgendeine Konsole dran haben. PS1, 2, 3 oder 4. 4 natürlich, ne, geht ja live. Aber Sega Dreamcast hatte ich schon mal, das sieht man auf meinem Kanal halt. Und halt meine DS-Konsole, die werde ich dann auch mit der Kamera, dann gibt es halt ein Video. So, naja, jeder fängt klein an. Aber mal gucken. Jo, das war's jetzt erstmal. Damit bin ich raus.
wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Küstenschieber. Bis demnächst, bye.